Hallo und willkommen zum nächsten Samstag-Video. Heute reparieren wir mal einen alten Bekannten. Ich habe ja beim ersten Reparaturversuch, könnt ihr euch irgendwo da oben angucken, könnt ihr euch da anschauen, gesagt, ich habe einen Staubsauger eingesteckt und dann ging die Sicherung da drin kaputt. Ja, jetzt hat eine andere Person einen Staubsauger dran angesteckt, jetzt ging die Sicherung drin kaputt. Kann passieren. Wir wissen ja, was da drin ist im Teil, wir wissen, die Sicherung können wir relativ leicht tauschen. Ich mache jetzt nochmal ein schnelles Video darüber und zwar deswegen, weil ich nämlich ja auch von, glaube ein, zwei Kommentatoren gefragt worden bin oder glaub, irgendwo im Kommentar stand drin, dass ganz schade ist, dass ich nicht drauf eingegangen bin, was da überhaupt drin ist in dem Teil. Und das machen wir jetzt heute mal. Also die Schrauben hier, das sind so komische, ne, mit wo man so ein, keine Ahnung wie die heißen, benötigt. Und dann geht das Ding relativ problemlos schon mal auf. Hier die Kindersicherung, praktischerweise. Hier unten dann die entsprechenden Kontakte, wo der Stecker eingreift. Hier steckt was in die Steckdose, das ganze Teil. Das hier mal geschraubt. Schräubchen machen wir gleich mal hier rein, damit sie nicht verloren gehen. Wir entschrauben das Ganze hier mal. Und chiptechnisch, ich sehe schon mal einen Chip drauf. Wir werden uns das danach jetzt nur gleich mit dem Mikroskop anschauen. Der komplette Steckereinsatz geht zum Glück raus. Und dann gucken wir mal, was wir so drauf haben. Wir haben hier ein großes Relais. 24 Volt Ansteuerung, 12 Ampere, 250 Volt. Also das Ding könnte bis 12 Ampere ab. Vielleicht mache ich eine tick größere Sicherung rein. Muss ich mal gucken. Hier haben wir was ganz Interessantes. Hier haben wir eine LED. Sieht man das? Ja, sieht man perfekt. Sieht man das? Das ist eine bedrahtete LED. Die ist einmal so ums Eck gebogen, damit sie dann hier unten rausguckt. Also die LED hat nicht mehr gereicht. Das finde ich gerade total putzig. Also so eine Lösung habe ich auch noch nie gesehen in meinem Leben. Ich zeige es euch nachher gleich nochmal mit dem Mikroskop. Hier haben wir das Mäuseklavier zum Frequenzeinstellen. Hier die berühmt-berüchtigte Sicherung. Hier ein Kondensator für, denke ich mal, als Vorwiderstand. Wie wir es bei der Kaffeemaschine, weil das wir ein Senseo gehabt haben. Quasi ein einfacher kapazitiver Spannungsteil, um von den 230 Volt runterzukommen auf irgendwas, was wir hier brauchen. Und das war's. Jetzt gucken wir es uns mal am Mikroskop an. Ich habe das Mikroskop hier. Es funktioniert sogar ausnahmsweise mal heute. Ein bisschen Abstand wäre gut. Wir haben hier nämlich eine kleine blaue Platine drauf. Und andersrum. Und diese kleine blaue Platine macht die ganze Funkgeschichte. Ne? Also wir haben quasi hier einen Chip drauf, der für den Funk zuständig ist. NB358D müsste es heißen. Ich verlinke euch, wenn ich die Datenblätter finde, das alles in der Videobeschreibung. Ansonsten, wenn ich es nicht finde, einfach nicht. So, Kondensator, das Ganze hängt mit, ich guck gerade mal, das Ganze hängt hier mit einer dreipoligen Stiftleiste, einer gewinkelten Stiftleiste, mehr hängt da nicht dran. Oben nochmal ein Glättungskondensator, ein dicker, und so hängt das ganze Ding dran, da hängt sonst nichts dazwischen, also das hat nur wahrscheinlich VCC Ground und irgendwie ein, keine Ahnung. Mehr ist da nicht. Ein Haufen Bauteile. Ich sehe jetzt aber auch keine Antenne gerade. Man hat da oben zwar so eine Spule, mit der irgendwas abgestimmt wurde. Aber wirklich antennentechnisch sehe ich da jetzt nichts. Muss ich gestehen. Also keine Ahnung. Welcher Teil, da sieht man es eh, VCC, Out und Ground. Keine Ahnung, welcher Teil davon jetzt empfängt, wo die Antenne ist. Eventuell, wenn man hier so guckt, könnte hier am linken und unteren Platinenrand dieser Streifen senden oder so. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin mir gerade unschlüssig. Und das Ganze natürlich dann auch nochmal, ja, doch durchaus interessant, weil wenn der nur ein Out hat, dann kommt wahrscheinlich hier irgendwie ein digitales Signal oder so raus. Das heißt, jede Steckdose
scheint zu empfangen. Und der Prozessor, der hier drauf sitzt, der wird dann wahrscheinlich entscheiden, je nachdem, was für ein digitales Signal da rauskommt oder was auch immer da rauskommt, anhand des Mäuseklaviers, ob er sich angesprochen fühlt oder nicht. Wir haben ein 8029 minus L2S drauf. Schauen wir mal, ob der Google was findet dazu. Ansonsten oben Dioden, das wird der Brückengleichrichter sein, schätze ich mal, die Dioden hier. Der entsprechend die Spannung gleichrichtet. Auf der gegenüberliegenden Seite die dicken Kondensatoren, damit sie auch wirklich gleichgerichtet werden. Nochmal Kondensatoren, noch ein Widerstand. Wie gesagt, diese interessant eingelötete LED da unten, wirklich, habe ich noch nie gesehen. Finde ich witzig, die Idee. Also auch gar nicht mal so wenig aufwendig. Wundert mich, dass die das so machen. Brückengleichrichter, Prozessor, Mäuseklavier. Und das Ganze war es dann auch schon. Irgendwo wird noch ein Transistor sein. Zur Ansteuerung vom Relais. Das Relais sitzt da oben, hier und hier. Haben wir die geschalteten Kontakte. Hier und hier haben wir das Relais und hier haben wir den Transistor, der das Relais entsprechend schaltet. Genau, der kleine SOT hier. Und hier nochmal eine Diode, D5, eine Freilaufdiode, damit die bösen, bösen Spulenströme vom Relais ausgelöscht werden. Mikroskop aus. Mehr ist nicht drauf. Ziemlich unspektakulär. Jetzt könnte man sich rein theoretisch mal hier dranhängen und gucken, was für ein Signal hier rauskommt. So, ich habe jetzt mal ein bisschen was hergerichtet. Ich habe mal hier Stiftleisten. Und da löten wir jetzt einfach mal eine dreipolige drauf. Dreipolig habe ich gesagt. Nicht vierpolig. Flieg, Stiftleiste. Da löten wir jetzt einfach mal die da drauf. Geht die Kamera perfekt. Gerade um entsprechend dann mit dem Oszilloskop dran gehen zu können. Denn wir schauen uns jetzt wirklich tatsächlich mal im Ostsee an, was das Ding macht. Ich habe die Fernbedienung schnell geholt. Löten wir jetzt einfach mal hier ein bisschen extra Lötzinn drauf. Stiftleiste verloren. Stiftleiste kriegt auch noch ein bisschen Lötzinn ab. Wenn das Löten schon ein bisschen leichter geht, dann viel hilft viel. Und nun kleben wir das Ganze hier mal fest. So, ganz rechts Ground. Es ist total schön beschriftet. So wird jetzt gar nichts mehr passieren, wenn wir dann Coaches reinlöten. Ne? Niemand hat die Absicht, in den Coaches reinzulöten. So, jetzt habe ich hier zum Glück so was Ähnliches wie ein Mikroskop. Boah, sieht gut aus. Perfekt. Dann habe ich was vorbereitet. Und zwar, das Teil, das hier so vor sich hin brummt, ist ein Trenntrafo. Damit ich mich nicht sofort gleich töten werde. Wir stecken das dann nämlich hier ein. Macht es nicht zu Hause, wir machen es nur hier für Versuche. Ich stecke das dann hier ein und entsprechend, dass ich mich halt da nicht verletze. Habe ich mir gedacht, weil ich ihn hier habe. Schließ mal einen Trenntrafo dazwischen. Und damit mein Oszilloskop nicht kaputt geht, das nächste, habe ich jetzt Oszilloskop. Das hängen wir uns jetzt auch dran. Mache ich gleich vorher. Dann stecke ich den Trenntrafo nochmal aus und dann. Ja, direkt unten drauf, dann kann das nicht großartig verrutschen. Oder? Ah, gehen wir so drauf. Ground, wobei ich könnte mal Ground auch irgendwie. Ich hole mal Ground hier über das rote Kabel. Ground ist immer rot, merken wir uns. Nicht? Ich hole mal Ground über das Kabel, nicht, dass ich mit der Kroko-Klemme irgendwie abrutsche und dann passieren böse Dinge. So, und hier hänge ich mich jetzt quasi mit. Also, Kroko-Klemme hängt an Ground. Und in der Mitte haben wir Signal, da hängt jetzt Tastkopf 1 dran. 1 zu 10 müsste eingestellt sein. Ja, Verhältnis 1 zu 10. Dann stecke ich den Trenntrafo nochmal aus. Sicherheitshalber. Stecke das Teil hier an. So, und dann nehmen wir mal die Finger weg von dem Ganzen, damit nichts passieren kann. Sicherheit geht vor. Safety number first. Und dann schauen wir mal, ob wir irgendwie das Ostsee hier noch mit reinkriegen. Hier wäre jetzt die Fernbedienung, die habe ich jetzt noch geholt. A, B, C, D. An- und aus entsprechend. Und wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass das Ding,
im Mikrocontroller kodiert, weil da von diesem Funkteil nun ein Signal runterkommt. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Das würde mich wirklich wahnsinnig interessieren. Trigger-Level setzen wir noch ein bisschen hoch. Ich hoffe, jetzt macht es nicht gleich kaputt. Aber für das habe ich einen Trend. Für das habe ich einen Trendtraffer. Krass. Der braucht Leistung, der Trendtraffer, würde ich jetzt mal behaupten. So, und jetzt müssten wir hier irgendwas sehen, oder? Wenn wir da drauf drücken. Kurze Frage an die Zuschauer: Warum habe ich das Ding aufgeschraubt? Weil es kaputt ist? Hätte auch mal jemand was sagen können in den Kommentaren, ne? Achso, ist ja kein Livestream. Die Sicherung ist ja kaputt, deswegen habe ich sie eigentlich aufgeschraubt, ne? Das heißt, es wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt, wenn man jetzt vorher für die Versuche noch eine funktionierende Sicherung einbauen. Haben wir ja schon mal gemacht. Da sind wir ja schon gut und erfahren drin. Das kriegen wir ja problemlos hin. Oszilloskop können wir ausschalten dabei. Braucht kein Mensch. Da sind wir ja schon erfahren drin. Das heißt, wir tun hier quasi wieder den Schrumpfschlauch weg. Und wie wir ja gesehen haben, dieses Relais, das da drin ist, kann sogar ein bisschen mehr ab. 10 Ampere, glaube ich, habe ich vorhin gerade gelesen. Das heißt, wir klatschen einfach mal eine 10 Ampere Sicherung rein und gut ist. Dann hält es vielleicht auch den Staubsauger stand. Vielleicht. Man weiß es nicht. Finde es ziemlich genial, dass ich das Ding gelötet habe. Und dann kann ich mir jetzt idealerweise die Finger verbrennen beim Auseinanderbauen wieder. Aua! Ah. Das Ding ist wirklich heiß. Der Lötkolben wird wirklich heiß vorne. Das ist unglaublich. Diese Technik. So, geh raus. Perfekt. Huck, 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 huck. Und hier auch nochmal heiß. So. Da ist so ein bisschen Quarzsand drin, ne, oder was das auch immer ist. Und da kann man jetzt auch erkennen, dass nur noch so Überreste von dem Sicherungsteil drin ist. Dann wühlen wir uns mal durch die Sicherungen und schauen, ob wir was finden. 10 Ampere Mittelträger. Dann packen wir jetzt eine 10 Ampere Mittelträger rein. In der Hoffnung, dass diese länger hält. Sind wir mal ganz, ganz zuversichtlich. Das Ding können wir jetzt auch gleich wieder löten. Das nervt, da ist Lötzinn drin und jetzt kann ich die Sicherung nicht ganz reinstecken, aber ich krieg das glaube ich nicht raus, hier vernünftig. Und heiß ist das Ganze auch immer alles. Und zu viel Gewalt will ich auch nicht aufbringen, weil sonst geht vielleicht die Sicherung kaputt. Es ist eine tolle Arbeit, ich werde die alle rausschneiden, diese tolle Arbeit, und werde einfach am Ende zeigen, wie einfach das war. Das kriegen wir ja problemlos hin.
So. Guckt euch das Video an, wie ich es das erste Mal repariert habe. Repariert es so, wie ich es im Video gemacht habe. Wenn das Ding jetzt dann das nächste Mal komplett kaputt geht, weil das Relais hängen bleibt oder sonst irgendwas da drin explodiert, ich kann damit leben. Ich habe jetzt mehrfach versucht, das zu reparieren und ich bin dran gescheitert und irgendwann ist auch mal meine Geduld am Ende. Vielleicht mache ich auch eine Tick größere Sicherung rein. Deswegen eine professionelle Spezialsicherung. Das Ding ist ausgesteckt. Nochmal kontrollieren. Sehr gut. Dann kann ich das hier einstecken. So. Wir machen runter die Lötreste raus. Schalten unser Oszilloskop ein und stecken den Trenntrafo ein. Das Ganze ist jetzt auf Kanal C, glaube ich. Aber jetzt schauen wir mal, ob jetzt was ankommt. Ja, wir sehen was. Perfekt. Absolut perfekt. Man sieht ein wundervolles Signal. Und jetzt drücken wir mal statt A, B. Ah, hat es Klick gemacht. Es macht Klick. Das heißt, es ist B, C, D. Sehr schön. Wir haben vorneweg so ein paar... Schieben wir uns den mal rüber. Wir haben vorneweg so ein paar einzelne Flanken. Die sehen so eher aus, so ein bisschen wie Synchronisationsflanken. Und wir haben hinten raus dann irgendwas mit ein bisschen mehr High, ein bisschen mehr Low. So, ich versuche jetzt hier mal die Kanäle so ein bisschen überzublenden. Man sieht hier halt im Prinzip die Taste ein, die ich drücke bei Kanal A, B, C und D und kann quasi im vorderen Datenteil erkennen, dass sich da einfach ein Bit entsprechend verschiebt. Ein oder aus wird im hinteren Teil kodiert, das kann man hier in der Markierung auch sehr gut erkennen. Und ansonsten war es das eigentlich von diesem ganzen Ding. Was ich noch gesehen habe, das ist, glaube ich, kein Mikrocontroller auf der Platine, sondern so ein Dekodierchip. Also das ist quasi so ein extra Chip, der gerade für so Funksteckdosen so gemacht worden ist. Informationstechnisch findet man da leider nichts dazu. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann bald. Ciao!